Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Euer Tastenhauer ist wieder zurück in einer neuen Folge Strategic Command World War One. Oben rechts, ihr kennt es schon, ich weise immer darauf hin, auf die Playlist, wenn ihr noch Videos nachzuholen habt oder neu im Projekt hier gerade einschaltet auf YouTube, dann könnt ihr dort alle Folgen nachverfolgen. So, wir waren zum Schluss hier in Italien beim letzten Mal stehen geblieben. Wir haben Brescia eingenommen. Padua ist in der letzten Runde schon gefallen. Also Italien bröselt, könnte man sagen. Liegt jetzt bei 58% Moral. Und jetzt geht es weiter in Richtung Griechenland. Denn auch dort gibt es einiges zu tun. Erstmal müssen wir diese Einheit ganz dringend wieder auf 8 Punkte hochbringen. Dann werden wir schon mal unseren General aus Bulgarien hier nach Kronstadt verlegen. Wir werden die Einheit hier mit den Punkten von Deutschland, glaube ich, jetzt werden wir hierhin verlegen. Und die andere Einheit, das kostet alles jetzt ein bisschen, aber das müssen wir wahrnehmen, hierhin verlegen. Dass wir hier Rumänien abgesichert haben von zwei Seiten, falls die irgendwie in den Krieg noch eintreten, sind wir dort geschützt. So, und jetzt ist die Frage, ob wir überhaupt... Na, ich würde sagen, wir gehen erstmal eine weiter vor. Mehr geht sowieso nicht hier. Und bringen unsere anderen Truppen dann einmal hier Richtung Süden, Richtung Athen. Das wird jetzt aber wirklich dauern, weil wir nur einen Angriffsvektor hier haben. Und nächste Runde gibt es dann wieder die Besetzung in Thessaloniki. Das habe ich nicht vergessen. Und die Artillerie schieben wir dann auch noch in die Richtung. Denn ansonsten ist, glaube ich, die Stadt schwer zu nehmen. Ach, man könnte Rumänien auch aktiv angreifen. Das stimmt natürlich. Stimmt, warum soll man eigentlich passiv warten? Man könnte ihnen einfach den Krieg erklären, ne? Ja, kann man machen. Kann man machen, stellt sich natürlich die Frage, ob man das jetzt sofort tun will. Oder ob man nicht vielleicht noch ein bisschen... Aber das geht jetzt alles auf die deutschen Punkte, ne? Andererseits, warum eigentlich nicht? Kann man schon mal vorbereiten, vielleicht in der nächsten Runde oder so. Und dann haben wir hier gute Angriffsmöglichkeiten. Hier fehlt uns eigentlich etwas, was ein bisschen Punch hat. Hier haben wir Partisanen, aber man könnte Kragujevac hier verlassen. Mit den Österreichern dann hier noch reinlaufen. Und mit denen nach hier oben, ja, dann hätte man schon mal diverse Angriffsrichtungen abgesteckt, ne? Hier oben müsste man aber noch irgendwas zur Sicherheit hinstellen. Das, ja genau, hier oben wird es jetzt sowieso noch interessant, weil unsere Einheiten sind jetzt hier von der Versorgung abgeschnitten. Ich glaube ja, wir können uns hier tatsächlich unsere Verteidigungsposition jetzt sparen. Erstmal können wir mit der Einheit Ternopil sichern. Und dann müssen wir tatsächlich jetzt angreifen. Es geht nicht anders, auch wenn es kostspielig sein wird. Aber wir müssen Verteidigungsstellung verlassen. Und den Gegner jetzt hier raustreiben. Ja, sehr gut. Gut gemacht. Die Kavallerie kommt zur Hilfe. Und damit sind wir jetzt hier auf jeden Fall ganz gut dabei. Na, wie machen wir das? Nehmen wir das hier mit ein? Ja, ich glaube... Nee, wartet mal. Ach, die kann ich ja nicht da reinschicken. Schade, das wäre für die Versorgung besser. Na gut, haben wir das wieder gekittet hier. Und ich denke mal, ja, dann sind wir hier eigentlich auch geschützt vor Zangenbewegungen. Schicken wir hier schon mal eine Truppe hin. Die hier müssen mal Punkte kriegen. Ganz wichtig, wieder hochstärken. Die hier sind immer noch ohne Versorgung. Die schicken wir mal einen zurück. Die können hier nicht mehr viel machen. So, drei Geschosse haben wir hier übrig. Haben wir hier noch einen Aufklärer? Ja, da. Das wird uns wahrscheinlich einiges kosten, weil wir hier keinen Jagdschutz haben, ne? Aber egal, dafür machen wir sie aber gegen die Artillerie. Oder?
Oder warten wir, bis die Artillerie in Reichweite ist. Das wäre sogar noch besser, ne? Ja, eigentlich schon. Ah. Drei Geschosse reicht sowieso nicht, ne? So, die haben wir jetzt komplett eingekesselt hier. Euch ziehen wir mal hierhin zurück und euch dahin. Ja, dann machen wir das in der nächsten Runde. Und schicken... Verstärken euch erstmal noch. 24. Ihr hier bleibt stehen. Ihr kriegt auch mal neue Punkte. Und ihr... Na, können jetzt nur hier hin. Na gut. Artillerie rückt nach. Dann kann die in der nächsten Runde auch auf Brest-Litowsk feuern. Das ist okay. So, Supply bleibt so. Besser wird es dann, denke ich mal, auch nicht hier. Ich glaube, wir verlieren wieder Supply, wenn wir die Einheit hier vor die Stadt ziehen, ne? Die HQ-Einheit. Ich glaube, so funktioniert das. Könnte der Aufklärer überhaupt für die österreichische Artillerie aufklären? Ich glaube, ja. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich international. Ja, oder auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber das sollten wir erst machen, wenn wir wirklich alle in Position haben und die auch alle angreifen können, sprich nächste Runde. Setzen wir die mal hinten dran. Das ist okay. So. Euch. Kann ich hier auch nicht mehr gebrauchen. Raus, das sind Österreicher. Ihr habt mal eine Verstärkungspause verdient. Ja, wie gesagt, das bleibt erstmal so. Der hat hier die Einheiten dran. Okay, die beiden haben 9, das ist okay. Ja, sollte eigentlich klappen. Da können wir die Einheit nämlich gleich noch nach Czernowitz runterziehen. Und dann haben wir hier auch genug Möglichkeiten, uns auch gegen Rumänien hier auf der Nordseite zu positionieren. Da würden wir nämlich direkt hier reinlaufen auf das Straßenkreuz und dann kann hier keiner mehr rein und raus. Das wäre mir noch ganz wichtig, bevor wir hier Krieg machen gegen Rumänien. Aber die Idee ist eigentlich ganz gut. Die können wir auch fast schon umsetzen. So, dieses U-Boot. Ja, wir müssen jetzt noch weiter upgraden. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir hier unsere Einheit, die ist sowieso fritten, habe ich gesagt, ne? Die ist weg. Die haben sonst alle eigentlich Stärke bekommen. Da können wir keine Stärke hochsetzen, da müssen wir es nächste Runde noch. Immerhin, ein U-Boot ist hier schon mal wieder modernisiert. Das geht jetzt schon mal hier raus. So, dann folgt dieses hier für 20 MPP. Das hier folgt nächste Runde. Das hier ist auch schon fertig, das stelle ich auch schon mal hier hin. Das hier wird jetzt noch aufgewertet. Die beiden Zerstörer kehren übrigens auch in den Dienst zurück und sichern hier die Flotte weiter ab. Und nach da. So, dann müssen wir den Flugzeugträger und die Flugzeuge verstärken. Erstmal den Flugzeugträger selbst für 30. Dann machen wir hier das U-Boot zur nächsten Stufe, genau. Das kommt nächste Runde dran. Die beiden Dreadnoughts haben wir hier auch wieder. Oh, 4 Stück hier, 5 Stück sogar. Super, da können wir bestimmt noch was gegen die britische Navy ausrichten. Das kostet ja auch dann eine Menge Moral. Warum die hier gesehen wurden vom Trägerschiff, weiß ich nicht. Ist ärgerlich, aber auch nicht zu ändern. So, und hier sehen wir jetzt keine weiteren Feindschiffe. Also... Wenn jetzt nicht gerade hier jemand ist, nope, dann sieht es mir bald so aus, als wenn die Schiffe tatsächlich alle hier in den Blockaden rumhängen. Was bedeutet, wir könnten mal gegen die Nordseeblockade gucken. Das wäre tatsächlich jetzt hier eine sinnvolle Angelegenheit. Oh, das war risikoreich, durch dieses Blockadefeld zu gehen, aber es hat geklappt, okay. Naja, schauen wir mal. So, das war erstmal das. Haben wir jetzt noch was zu tun, was ich vergessen habe in der Runde? Die Einheit hier
Ja, die haben jetzt hier zwar keine Versorgung mehr, aber wir kriegen trotzdem Verluste und müssen erstmal hier die Einheit wieder verstärken auf 4 Punkte. Auf ein Minimum. Oh Mann. Tja. Kriegen wir auch nicht angegriffen. Schade. So, dann ihr solltet eigentlich auch mal wieder auf Kampfstärke hochgebracht werden. Kostet viel, muss aber sein. So, er hier kann verlegt werden jetzt. Frage ist, wohin? Ja, ich würde sagen, Partisanenabwehr steht jetzt am meisten an. Die 4 hier oben sind eigentlich ganz gut dabei. Die müssten das hier hinkriegen. Aber die Partisanenabwehr, das ist das größte Problem bislang. Da müssen wir uns drum kümmern. Feuer frei. Naja, klappt wieder nicht. Warum auch? Warum sollten wir mal so eine Einheit auch vernichtet kriegen? Ne, wird nix. Wird wieder nix. Ich hasse es. Ah, los, komm schon. Yes. Okay. So. Und jetzt ist die Frage, wo spawnen die jetzt das nächste Mal? Würden hier spawnen, da muss ich jetzt eine Einheit draufstellen, ne? Würden hier spawnen, da kann ich aber niemanden hinstellen. Aber ich kann hier schon mal einen hinstellen. Okay, Scarafas kommt auch noch spät vorbei heute Abend. Schön, hi. Schön, dass du auch dabei bist. Gut, beziehungsweise schreibt jetzt, er kann ja schon länger dabei sein. Okay, wir bleiben mit den Truppen erstmal stehen. Hier tut sich ja auch erstmal gar nichts. Die sind verschanzt, mehr geht da nicht, leider. Okay, so du gehst mal nach Gallipoli, weil das ein Ziel ist. Und du gehst nächste Runde hier noch hin nach Izmir. Alles klar. So. Ja, mit denen können wir jetzt noch nicht angreifen, wirklich. Die sind echt hart verschanzt hier. Das müssen wir nächste Runde machen. Wir haben hier noch U-Boote. Wir können hier schon mal in Österreich mal ein bisschen raiden gehen. In beide Richtungen hier sogar. Dann kriegen wir, glaube ich, beide hier an der Kreuzungsstelle. Und dann würde ich sagen, wir gucken auch mal. Aha, hier ist ein schwerer Kreuzer. Ein Panzerkreuzer der Briten stationiert. Und im Piräus im Hafen ist Guanix aktuell. Ja gut, dann gucken wir hier hin. Ah, dammit, da ist natürlich ein U-Boot. Ich habe den Hafen nicht gesehen. Okay, das macht aber erstmal nichts. Dann gehen wir mit dem U-Boot hier hin. Und machen nächste Runde ein bisschen Alarm an diesen verschiedenen Versorgungsrouten. Ich lade hier nur ein paar hundert GB runter. Keine Ahnung, wie lange das noch dauert, ob das überhaupt läuft. Na gut, probier es mal aus. Bin gespannt. So, jetzt haben wir die Bulgaren schon mal hier ein bisschen vorbereitet, aber es ist noch nicht abgeschlossen, das Ganze. Die stehen hier, das ist okay. Die hier. Oh, das ist ein deutsches U-Boot, das könnten wir schon mal aufwerten auch. Ja, los, go for it. Das ist eine gute Sache. Die Zerstörer müssten auch mal wieder frisch aufgestellt werden. So. Okay, der raidet jetzt dort im Mittelmeer. Das ist schön. Da haben wir den General umgenietet. Das ist auch super. Ja, gut. Die Artillerie kann er nicht mehr einsetzen für die nächsten 2 Runden. Das ist immerhin ein kleiner Erfolg an der Westfront. Okay. Liebe Leute, ich glaube, damit, naja, wir könnten hier noch angreifen für 1-4. Das lohnt sich eigentlich, dass wir die Abteilung da schon mal schwächen. Naja, 3-0 ist auch okay. Und 4-2. Naja. Hätte besser sein können oder auch schlechter. Ich glaube, dann ziehe ich die mal zurück und hole mir das 20. Korps und mache Räume mit der Abteilung auf. Jawohl. Gut, die Russen haben wieder was verloren. Sind noch bei 35%, aber die sollten jetzt wirklich keine Gefahr großartigerweise mehr darstellen. Wir können vielleicht bald sogar hier
Bialystok einkesseln, wenn es gut läuft. Mal schauen. So, die hier werde ich jetzt erstmal nochmal verstärken, bevor ich hier irgendwas mache. Ja. Und das soll es erstmal gewesen sein für diese Runde wieder. Schauen wir mal, was der Gegner noch so im Köcher hat. Ich denke, da wird noch ein bisschen was kommen. Aber es sieht für uns wirklich an allen möglichen Orten gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich bleibe vorsichtig optimistisch. Gut. Forschung noch irgendwas? Die Österreicher haben wieder so viel übrig an Punkten. Die könnten jetzt tatsächlich noch was machen. Panzerkriegsführung haben sie noch nicht mal eine Stufe. Das dauert ewig noch. Tja, Gasgranatenproduktion. Das könnten die Österreicher jetzt auch mit ihren vielen Artilleriewaffen gut gebrauchen. Da machen wir einfach mal 100 rein. Die Deutschen, tja, sind hier zwar nicht wirklich schlecht, aber haben auch nicht mehr wirklich viele Punkte, ne? Mobilität, ja, Kotulinchen, Mobilität ist nett wegen den Aktionspunkten, ne? Aber ich will nicht alle Punkte verbraten schon wieder für die Deutschen hier. Ich glaube, das lassen wir lieber. Toll, dass wir jetzt die Panzerentwicklung gemaxt haben, aber immer noch nicht. Aber 50 Punkte Kriegsführung, die bringe ich jetzt bei den Panzern noch rein. Gut, so, wie sieht's denn aus? Wie sieht denn jetzt unser Panzer aus hier? Wenn wir ihn denn bauen könnten, dann hätten wir jetzt den K-Wagen. Da habe ich ja noch nie von gehört. Was ist das denn für ein Dingen? Der sogenannte K-Wagen. Das ist bestimmt so ein Experimentalmodell, das es nie im Einsatz gab oder so. Hauptsache, das haben wir im Juli 1916 schon entwickelt, aber können es nicht auf die Straße bringen. Ein superschwerer Panzer. Das sieht auch ein bisschen wie der Churchill aus, ne? Naja. So, liebe Leute. Dann Runde beenden. Jetzt ist es soweit. Schauen wir mal, was der Gegner im Köcher hat. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, auch die Leute auf YouTube sind gespannt. Wir haben jetzt also Ende Juli 1916. Russland rekrutiert mittels Wehrpflicht neue Einheiten. Na, herzlichen Glückwunsch. Da freue ich mich ja. Und die Genua-Territorialmiliz wird mobilisiert. Naja, mit 3 Punkten. Das ist ja eher lachhaft. Entente Übergriffe auf Schweden, Deutsches Reich, Konvois. Da müssen wir uns eigentlich auch drum kümmern. Er wurde teilweise gebaut, aber nie im Einsatz. Ah, okay. Unförmig und massig. Hört sich deutsch an. Wie der durchschnittliche Deutsche heutzutage. Unförmig und massig. So. Ja, Punkte gut gemacht. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Nur der Schweden-Konvoi wurde angegriffen. Darum müssen wir uns jetzt kümmern. Das sehe ich schon. Das wird ein Problem. Die Navy hat schon bei Norwegen die Konvois gestört. Jetzt auch noch bei Schweden. Da müssen wir unbedingt was unternehmen. Da war ich viel zu passiv bislang. So, ein leichter Kreuzer greift uns an. Da passiert aber erstmal nichts. Oh, der Träger verfolgt das U-Boot nach da unten. Okay. McGilger, hallo. Schön, dass du auch noch dabei bist zum Schluss. Bin hier wirklich im letzten Zug, sprichwörtlich und auch jetzt real. Für heute zumindest. Aber schön, dass du da bist. Freut mich. Wunderbar. So, was macht der Feind? Aha, verstärkt natürlich die Miliz. Was sonst? Russland hebt neue Wehrpflichtige aus. Das können sie gut. Damit ist die Einkesselung für den Bialystok erstmal vom Tisch. Na gut. So, unsere Einheit dort, die so exponiert ist, wird jetzt gleich weggeschoben von der Karte. Da können wir auch nichts gegen machen. Das wussten wir auch schon von vornherein. Naja. Okay. Aufklärer und Aufklärer auf dieselbe Einheit in Lille. Okay. Interessant. Ja, ich glaube, die Einheit in Masa-Matruch, die wird sich jetzt nicht mehr erholen können. Die wird hier von allen Seiten angegriffen. So, da sind wieder die Franzosen. Sie haben wieder aufmunitioniert nach 3 Runden. Dann haben sie also wieder 6 Schuss parat. 3. Das ist auch ein Schaden, ey. Das ist echt nicht normal. Jo, 2 Schaden. Super, unsere Einheit ist vernichtet. Super. Das wird sie nicht schaffen.
sich dann gegen alle zu verteidigen. Gut, die eine Einheit hat keine AP mehr, aber wie gesagt, 3 Stärke. 2 Stärke, 1 Stärke, also die Artillerie hat jetzt im Alleingang eine Einheit vernichtet. Wunderbar. Oh Mann, das ist echt kostspielig geworden. Zu kostspielig, möchte ich sagen. Wow, ey, Alter, das ist wirklich krass. 27 Mann Besatzung. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wird vielleicht eine leichte Kommunikationsproblematik geben. So, der Gegner hat uns noch ein Korps geraubt und auch ein 3. Korps. 2 Korps in einer Runde wieder. Super. Ne, 3. Das Korps ist ja auch hinüber. Habe ich ganz vergessen. Werden alle vernichtet jetzt hier. Wow. Wir sind aber erstmal bei den Russen. Okay. Ja, die waren jetzt sehr exponiert da oben. Okay, die Kavallerie hält sich aber gut dort. Ja, jetzt müssen wir uns gleich ganz dringend nach Amara zurückziehen, sonst wird das hier nichts. Ja, tschüss. Das war es dann mit unseren Partisanenaufständen in Nordafrika. Schade, hat sich das auch erledigt. Tja, da können wir wohl nichts machen, ne? Tja, gut. Italiener ein bisschen beschäftigt, mehr auch nicht. Oh, die greifen uns sogar an, wie mutig. Na denn. Ja, passiert auch erstmal nichts. Sehr gut. Aber sie können uns natürlich jetzt wieder umrunden. So, Kavallerie dreht sich um. Immerhin haben sie unsere beiden Einheiten da oben am Leben gelassen. Ich habe keine Ahnung, warum. Das war irgendwie komisch. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass sie die jetzt mitvernichten, anstatt eine Einheit 3. Das wäre viel wertvoller gewesen, aber offenbar sehen sie das anders. Interessant. Tja, verstärken ihre Einheiten da, das ist ja lieb. Damit bin ich einverstanden, das hätte viel schlimmer ausgehen können. Okay. Das ist ja merkwürdig. Jetzt haben wir 2 Dreier-Einheiten, die müssen raus. Das heißt auch, dass wir wieder ein bisschen gucken müssen. Libyen-Italien-Konvois wurden angegriffen von uns. Sehr schön. Und die Blockaden bleiben aufrecht. Auch die müssen wir jetzt angehen. Hilft nichts. Dafür sind unsere U-Boote jetzt der Schlüssel für die ganze Aufklärungsarbeit. Das müssen wir unbedingt... Selbst der kleine A7V hatte 16 Mann. Ja, ja. Das war viel. So, Korps wurden zerstört. Ärgerlich, aber lässt sich nicht ändern. Linienschiff im Nordatlantik. Selbst da oben haben sie noch eins stehen. Abteilung in Heraklion. Ja, Linienschiff gesichtet. Seeminen. Oh, das ist wertvoll, diese Feststellung. Das ist cool. So, endlich. Neue Artillerie an die Westfront, liebe Leute. Jetzt geht's nämlich auch mal Verdun an den Kragen hier. Stelle ich gleich mal hier auf. Neues Korps für Österreich-Ungarn. Die, ja, könnten eigentlich mal hier die Abteilung dann ablösen. Oder von hier rein, ne? Die können dann von hier rein. Das wäre auch nicht schlecht. Oder wollen wir die hier aufstellen direkt? Das macht eigentlich noch mehr Sinn. Ja, machen wir das mal. Da brauchen wir hier keine Einheit mehr verschieben. Ein neues Korps von den Osmanen. Bringen wir erstmal hier in Stellung. So. Russland-Moral 35%. Wir haben 87. Osmanenreich 70. 58 bleibt. Frankreich hat 52. Großbritannien 68. Ja, ich würde sagen, eine Rettungstat machen wir noch. Wir retten die total dezimierten Einheiten hier, die jetzt hier fast vernichtet wurden. Oh, und können das noch nicht mal, weil Einheiten hier im Weg sind. Na toll. Na super. 3 von 4 Aktionspunkte. Dann lass doch den mal hier hin. Und der kann hier nicht hin. Das ist doch eine Sauerei. Naja.
Ja gut, dann müssen wir das hier unten sowieso freilassen. Dann hilft es ja nichts. Dann müssen wir die Einheit hier hinschicken. Und die Einheit eigentlich da oder dahin. Ah. Hm. Was packen wir denn hier gleich hin? Eine Einheit von hier. So, wir können nur dahin, wo die Artillerie stehen. Das ist natürlich richtig Gülle. Das machen wir in der nächsten Runde, liebe Leute. Ich speichere erstmal. Hätte ich mal früher schon machen sollen, wie, wenn mal was verloren geht. Eieiei. So, das wäre es erstmal von mir für die YouTube-Zuschauer und wahrscheinlich auch für den gesamten Stream erstmal. Mit ein bisschen, was hinten dran noch kommt, aber nicht mehr im Spiel. Das bleibt jetzt erstmal so der Spielstand. Also, es sieht nicht schlecht aus, aber diese Artillerie hier im Westen, das ist wirklich ein Problem. Jetzt haben wir aber auch die dritte Artillerie herangezogen. Also auch der Gegner wird es hier nicht mehr leicht haben in Zukunft. Das wird ein Fleischwolffest, glaube ich, hier. Die Frage ist, wer die Schläge länger austeilen kann. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer blutet als erstes aus? Ich will da nicht zu viel Voraussage betreiben, weil wir sind noch lange nicht in Richtung Paris. Aber Italien gibt jetzt schon nach, also das wird spannend bleiben, liebe Leute. Griechenland ist auch schon fast raus. Ja. Und in Nordafrika haben wir zwar nicht viel erreicht, aber der Gegner eben auch nicht, ne? Mal schauen. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an die YouTube-Zuschauer und beim nächsten Mal machen wir wieder weiter. Im nächsten Stream dann in einem Monat. Bis dahin. Bedanke ich mich erstmal bei Christmas für seinen Follow hier bei mir auf dem Twitch-Kanal. Danke dir. Und für die YouTube-Zuschauer macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.